Ich habe wirklich Mitleid mit dem Schmetterschild-Clan. Familienangehörige ermordet, der Kriegshammer der Familie gestohlen. Ja, der arme Schmetterschild-Clan. Das alles ist wirklich nicht fair. Doch größer als gedacht, diese Stadt. Ach, hier bin ich ja eben runtergegangen. Ich habe einst 6 Männer ganz alleine getötet. Komme ich hier nicht zu den Docks? Das sieht doch gut aus. Boah. Alles in Ordnung? Ja, danke. Geil, den Dagger kann man nehmen. Mhm. Wie geil. Ach, wenn die Nord, die Argonier und die Dunkelelfen in Windhelm doch besser miteinander auskommen würden. Tja. Wir sind es gewohnt, mit nur wenig auszukommen. Aber die Schmetterschildfamilie will alles für nichts. Bereitet euch irgendjemand Probleme? Torbjörn Schmetterschild. Ich wünschte, jemand würde ihm die Münzen aus seinen fetten Fäusten prügeln. Er hält jeden Septim fest umklammert. Seiner Meinung nach ist die Arbeit eines Argoniers nur ein Zehntel der eines richtigen Nordarbeiters wert. Meine Leute sind doch keine Sklaven. Ja, soll ich mit Torbjörn mal reden? Ihr könnt es ja probieren, aber wir haben damit nichts erreicht. Vielleicht braucht er einfach nur mal ein ordentliches paar Pfund aufs Maul. Oh, du trainierst Leute in leichten Rüstungen? Ihr werdet in schwerer Rüstung Kreise um die großen, langsamen Brocken laufen können. Klingt super. Dann trainiere mich doch mal ein bisschen. Ach Mist, du kannst mich gar nicht mehr trainieren. Schade. Dann steige ich erstmal kurz eine Stufe auf. Und dann versuche ich das nochmal. Und da ich irgendwie immer mehr zaubere, wobei ich auch immer mehr tragen muss. Die Ausdauer erstmal nochmal. Wiederherstellung. Habe ich doch schon, oder nicht? Doppelte Wiederherstellung? Was kann die denn? Ach so. Wie blöd. Nö. Veränderung. Nö. Schmiedekunst. Ich muss mal mehr schmieden, glaube ich. Dann werde ich das auch irgendwie, wird das auch sinnvoller. Blocken noch. Ja, mächtiger Gegenangriff. Was ist das? Mächtigen Gegenangriff. Das klingt super, das nehme ich mal. Zack. Möge die so, und dann möchte ich das nochmal wissen hier. Ihr werdet in schwerer Rüstung Kreise um die großen, Juhu. Langsamen Brocken laufen können. Wunderbar. Warum sind denn eigentlich alle Hafenarbeiter Argonier? Wir arbeiten, wo wir Arbeit bekommen. Die Nord entladen ihre Schiffe ungern, also erledigen wir das für sie. Mhm. Manchmal fehlt nachher Ladung. So, alles klar. Und wie lange lebt ihr schon in Windhelm? Ich kam als Küken hierher. Kälter als Himmelsrand sind nur die Nord selbst, aber wir halten zusammen. Dann suche ich mal diesen Torbjörn, wie auch immer. Kaiserlichen Glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Himmelsrand ist nicht sehr freundlich zu Argoniern. Ja. Also halten wir uns meist einfach aus allem raus. Generell nicht zu Ausländern. Windhelm war hart zu meinem Volk. Aber unser Glück wird sich wenden und wir werden Obdach und Essen haben. Seid ihr immer so fröhlich? Oh ja. Was soll es auch bringen, ständig nur schlecht gelaunt zu sein? Stimmt. Ich weiß, dass das Leben im Hafen kein Zuckerschlecken ist. Manchmal versetzt einen das Leben in schwierige Umstände, die man sich nicht ausgesucht hat.
Aber man kann sich aussuchen, ob man fröhlich oder griesgrämig ist. Und ich habe mich entschieden, das Beste aus meiner Lage zu machen. Na dann. Und euer Volk hat oft Pech? Außerhalb unserer Heimat, der Schwarzmarsch, haben wir es nicht so besonders viel gebracht. Aber wir sind entschlossen, das Beste daraus zu machen. Mhm. Ich fing an zu Zenithar, dem Gott des Wohlstands, zu beten, damit er uns Glück bringe. Doch Diebe stahlen mein heiliges Amulett, kaum dass ich es gekauft hatte. Hm. Was wäre, wenn ich das Amulett für euch suchen würde? Ich wüsste nämlich schon, wo ich anfangen würde. Chavi stünde für immer in eurer Schuld. Ich kenne da so ein... Es war schön, mit euch zu reden. So ein Laden, der irgendwie ziemlich viel von diesem gestohlenen Zeug anbietet. Wieder ein schöner, ruhiger Tag. Bist du Torbjörn? Nee. Bist du Torbjörn? Ihr seid zusammen mit den Gefährten gesehen worden. Das nenne ich... Lydia, dankeschön. Es tut mir leid, aber ich suche derzeit keine neuen Besatzungsmitglieder. Schade. Man weiß nicht, was Freiheit wirklich bedeutet, bis man auf einem Fluss gelebt hat. Seid ihr der Kapitän? Die Nordwind ist meine Geliebte. Und ich bin ihr Gebieter. Ich dulde keine Untreue. Sucht ihr Arbeit? Ich hatte da einen Matrosen, der sich dachte, als Kopf einer Räuberbande mehr zu verdienen, als mit dem Schleppen meiner Fracht. Ich dachte, du suchst keine Leute. Wenn ihr dieser Bande ein Exempel statuiert, gebe ich euch einen ganzen Jahreslohn. Das klingt super. Machen wir so. Lobenswerte Einstellung. Gut, man sieht sich. Und du bist? Man sagt, dass diese Abgeschworenen im Westen in Höhlen leben. Kann auch nicht schlimmer sein. Ich bin schon auf dem Fluss, seit ich laufen kann. Ich würde Was das denn dieser nicht... Torbjörn? Überkunft in der Welt. Der Name ist auch total geil. L. Auf jeden Fall ist Torbjörn nicht hier. Das finde ich ziemlich doof. Dann gehe ich erstmal wieder in die Stadt, ne? Ach, wenn die Nord, die Argonia und die Dunkel. Ich muss ja sowieso wieder zurück in diesen Shop. Boah. Genial. So, dann gehe ich doch direkt nochmal runter zu diesem Dunmeer in seinen Shop und guck mal, ob er so ein Amulett gefunden hat. Hier findet eigentlich jeder etwas. Ja, sagt Bescheid, wenn hoffentlich ihr auch das Richtige. Fragen. Meine Waren sind alle rechtmäßig, was ich von manch anderen nicht sagen kann. Woher stammen denn eure Waren so? Ich habe diese Sammlung mit allen Mitteln zusammengekratzt. Das wage ich nicht zu bezweifeln. Ich mache Geschäfte mit den Handelskarawanen. Und einige Gegenstände habe ich von Abenteurern wie euch erhalten. Mhm. Einige unerschrockene Seelen haben mir sogar Objekte aus Morvunska, die Festung südwestlich der Stadt, gebracht. Dann zeigt doch mal, was Werft ihr noch so habt. Einen Blick darauf. Wie war das noch? Mara? Irgendwas mit Mara, ne? Magika. Schade, hat er nicht. Naja, wäre ja auch zu einfach gewesen. Schaut mal wieder vorbei. Ja, mache ich. Torbjörn, alles klar. Dann muss ich wohl hier rein. Also genau einmal quer durch die Stadt. Alles klar. In die weiße Fiale. Warum auch immer das Ding so heißt. Ja. Ich bin nicht mehr ganz die Alte, seit unsere Tochter von uns genommen wurde. Calixto? Kauft frisches Obst und Gemüse. Mörder? Hä?
Das interessiert mich ja jetzt schon. Du bist der Mörder, mein oder was? Mein Vater sagt, wir müssten einfach unser Leben weiterleben. Muss ich dich jetzt erschlagen? Als wäre das so einfach. Wenn du der Mörder bist, dann... Nur woher weiß ich das denn jetzt? Etwas zu essen oder ein warmes Bett findet ihr im Haus. Ich verfolge dich einfach erstmal. Das ist ja albern. Aber er rennt auf jeden Fall in das Haus des Mörders. Na gut, hinterher. Ist da jemand? Ja. Kein Seelenstein ist groß genug. Calixtocorium, alles klar. Gold, nehme ich mit. Goldene Halskette nehme ich auch mit. Makelloser Granatstein immer. Schlüssel von Calixto sowieso. Silberner Granatring auch. Gut. Das war ja jetzt einfach. Und dabei war es noch gar nicht Nacht. Ich weiß zwar jetzt nicht, woran ich den erkannt habe. Aber gut. Und wer ist sie jetzt noch? Noch eine Leiche, na toll. Ihr braucht etwas? Braucht ihr etwas? Nein, vielen Dank. Ich brauche nur diesen Typen jetzt. Oh nein, und wo ist der jetzt hin? Nach da hinten. Verdammt. Da, jetzt ist er in der Candlehearth Hall. Falsche Richtung. Dann gehe ich mal hier unten rein. Ich heiße Nils. So, Torbjörn, jetzt bleib halt mal stehen. Oben im Haus Kerzenschein. Toll, Nils, du interessierst mich aber nicht. Jede Nacht gehe ich in den grauen Bezirk und lasse diese Grauhäute wissen, was ich von ihnen denke. Da ist er. Vielleicht ist das Betrachten einer guten Kneipenschlägerei genau das Richtige, um meine Stimmung zu heben. Du solltest den Agonian mehr Lohn zahlen, Keule. Diese Stiefel sind die Septime nicht wert, die ich ihnen bezahle. Ich zahle denen doch nicht den Lohn von guten Nordarbeitern. Warte mal ganz kurz. Ich ziehe mal kurz meine Kette an, um ihn zu überreden. Brond ist einer der wildesten. Diese Stiefel sind die Septime nicht wert, die ich ihnen bezahle. Also, Keule, je mehr du ihnen zahlst, desto mehr werden sie sich auch anstrengen. Große Worte, aber wahre Worte. Gut, ihr gewinnt. Ich werde den Argoniern mehr Gold bezahlen. Yes, gut, dass ich die Kette angezogen habe. Betrachtet nichts im Leben als selbstverständlich. Nichts hält ewig. Ja, ich bin nicht mehr drauf. Ganz die Alte seit unsere Tochter von uns. Ich weiß nicht mehr so recht, was ich mit mir anfangen soll. Sie fehlt mir einfach so sehr. Mörder tot, dann gehe ich erstmal nochmal bei Your Life vorbei. Dann muss ich nochmal zu den Docks. Und dann kann ich auch schon weiterziehen. Your Life, ich habe den Mörder gefunden. Die Versammlung soll auch verdammt sein. Wieder ein schöner, ruhiger Tag. Calixtocorium war der wahre Mörder, Your Life. Es freut mich, dass ihr euren Fehler berichtigen konntet. Ich werde Wunfert unverzüglich freilassen. Sehr gut. Ihr habt dieser Stadt einen großen Dienst erwiesen. Na, aber jetzt wirklich. Ich glaube, die Wachen werden euch gegenüber in Zukunft etwas freundlicher sein. Klingt gut. Möget ihr sich erreißen. Es ist danke. Gefährlich da draußen. Es gibt sie wirklich. Sie wird das Symbol für die Rechtschaft. So, dann nochmal fix zu den Docks. Zu durchwandert viele Sümpfe. Oder wie auch immer der Typ heißt. Docks, 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 hier rechts. Oh.
So, wo ist der Typ? Da ist er. Ach, wenn die Nord, die Argonier und die Dunkelelfen in Windhelm doch besser miteinander auskommen würden. Also ein Anfang ist immerhin gemacht. Torbjörn wird euch jetzt besser, wird euch jetzt allen mehr bezahlen. Ihr habt Torbjörn überreden können? Tja. Ich bin beeindruckt. Danke. Hier, das habe ich eigentlich für schlechte Zeiten gespart. Vielleicht kann ich mir jetzt ein paar mehr für meine Leute leisten. Nehmt es. Wundertrunk des Volltreffers und Zaubertrank des Verteidigers. Vielen Dank. Möge die Erde unter euren Füßen immer weich sein. Dankeschön. So. Dann ist hier wirklich nur noch den Eid ablegen. Und da... Was muss ich denn hier machen? Ach so, das Familienschwert sammeln. Ja, das, kann ich auch zu Fuß erledigen, oder? Ja, das erledige ich jetzt zu Fuß. Und zwar, ja, springe ich von hier einfach mal auf die andere Seite. Es tut mir leid, aber ich suche derzeit keine neuen Besatzungsmitglieder. Höp. Ah, Mist. Naja. Mädels, ihr lauft außen rum. Gut, wunderbar. So, und hier musste ich direkt links, richtig? Mal kurz auf die Karte gucken. Nee, geradeaus und die nächste erst links rein. Alles klar. Fängt das jetzt schon wieder an zu schneien? Ich hoffe nicht. Gleich irgendwo links gehen. Na, ist noch ein kleines Stück. Eisenerz? Nein, jetzt gerade nicht. Ich will jetzt in diese Höhle da rein. Und das Familienschwert holen und diesen Banditenanführer beseitigen. Sieht nach einem schicken Abendrot aus da hinten. Na? Ja, das war klar. Na komm doch her. Na komm. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Wein kann man immer gebrauchen. Gold sowieso. Und Dietrich ja auch. So, Höhle bei den flüsternden Hügeln. Na dann, auf in diese Höhle.